Im Rahmen einer Physiotherapie haben Sie sich entschieden, dass Ihr Hund ins Hundeschwimmbad soll. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Was gibt es dabei aber zu beachten? Dazu gleich mehr. Wenn Ihr Hund schwimmen soll, regelmäßig, weil er zum Beispiel Schmerzen im Hüftgelenk hat, dann sollte unbedingt die Therapeutin, der Therapeut, die Möglichkeit haben, auch entsprechend auf das Gelenk einzuwirken. Was meine ich damit? Also es gibt Physiotherapeuten, die bleiben am Beckenrand stehen. Schwimmen ist natürlich grundsätzlich eine gute Möglichkeit der Bewegung, weil der Hund ja nun sein eigenes Gewicht nicht tragen muss. Aber die Bewegung wird trotzdem ihm unangenehm sein. Sagen wir mal bei einer Hüftgelenksarthrose. Die Bewegung ist unangenehm, das heißt, er wird das Gelenk möglichst schonen und er wird dann die andere Seite zum Schwimmen verstärkt nehmen. Also sollte der Therapeut mit ins Wasser, um entsprechend das Gelenk mitzubewegen. Oder ich kenne eine Tierärztin, die sich auf Physiotherapie beim Hund spezialisiert hat und die hatte zumindest bis vor ein paar Jahren, vielleicht gibt es das jetzt noch, ein kleines Becken und da hat sie sich aber auch dann so rübergebeugt, dass sie gegebenenfalls auch dann die entsprechende Gliedmaße bewegen konnte, falls eben der Hund nicht ganz so kooperativ gewesen ist. Also das muss gewährleistet sein, denn sonst ist diese Form der Physiotherapie nicht ganz so wirksam, wie es halt eben sein könnte. Ansonsten ist die Schwimmtherapie eine ganz hervorragende Möglichkeit, Ihrem Hund zu helfen, denn schließlich kann er damit sehr gut Muskulatur aufbauen, ohne sein eigenes Gewicht tragen zu müssen. Eine Alternative ist das Hundelaufband. Dazu mehr in einem anderen Video.